geht heute mal nicht ums Reisen, sondern darum, wir sind jetzt gute 6 Monate unterwegs und wir wollen euch mal so ein kleines Fazit geben, ja, wie so diese Zeit ist. Und da haben wir mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Wie ist das Leben nach 6 Monaten im Wohnmobil? Gibt es denn irgendwelche negativen Aspekte an, ja, dieses Leben im Wohnmobil? Wie klappt das Leben im Wohnmobil mit ihm hier? Was hat uns bereichert in der Zeit? Dann ein ganz wichtiges Thema natürlich, was so sicherlich auch viele interessiert. Wie sind denn überhaupt die Kosten? Ja, das ist sicherlich für den einen oder anderen interessant. Für uns war es auch sehr interessant. Dann machen wir nochmal so eine kleine Exkursion zu der aktuellen Situation momentan. Ja, wie kommen wir damit klar? Zum Schluss sagen wir euch nochmal, was euch erwartet auf unserem Kanal jetzt in Zukunft. Ja. Ja gut, dann fangen wir mal an mit dem ersten Punkt sozusagen. Wie ist dann das Leben im Wohnmobil jetzt nach 6 Monaten? Ja, da können wir eins sagen, unsere Erwartungen haben sich voll erfüllt. Also wir sind der Meinung, wir haben das alles richtig gemacht. Also wenn es nach uns gegangen wäre jetzt am Ende, hätten wir sagen können, ja scheiße, das hätten wir doch eigentlich viel eher machen können. Also Grundtenor ist ja, geht ja so ein bisschen darum, wie fühlte sich das Vollzeitleben im Wohnmobil eigentlich an, jetzt so nach den ersten 6 Monaten. Und natürlich hat man immer so ein bisschen Bedenken gehabt, okay, reicht das so vom Platz, ne? Weil vorher waren wir ja immer so maximal 3 bis 4 Wochen unterwegs und man ist dann irgendwann wieder in die Wohnung gefahren. Und aber wir haben auch nach diesen 6 Monaten jetzt festgestellt, dass wir uns in keiner Weise irgendwie eingeengt fühlen oder dass es uns an irgendetwas fehlt. Also es ist einfach so saugemütlich im LKW und wir fühlen uns total wohl und ja, haben tatsächlich auch alles dort, was wir brauchen. Und haben auch eher fast beinahe schon festgestellt, dass wir eher immer noch zu viel Kram dabei haben, wo wir ja schon so rigoros ausgemistet haben. Und ja, das können wir auf jeden Fall bei Zeiten dann nochmal tun, weil wir einfach festgestellt haben, ja, dass man doch eigentlich noch viel weniger Sachen brauchen. Wie Tobi auch schon sagte, also da fühlen uns in jeglicher Hinsicht wohl und sind da total von überzeugt, ne, dass wir da jetzt den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ja. Ja, aber dennoch muss man natürlich auch ehrlich sein und auch betonen, dass natürlich auch nicht alles in dem neuen Lebensmodell immer nur perfekt ist und dass man sich vielleicht manchmal auch von, sagen wir mal, schönen Instagram-Fotos, ja, dass es auch ein bisschen ein Trugschluss ist, ne? Weil es ist natürlich auch nicht immer nur eine absolute Strandidylle, in der man steht und sich bewegt, wenn man Vollzeit reist. Dazu gesagt vielleicht nochmal, also wir sind ja einfach auch nicht die Menschen, die jetzt in der Regel auf Campingplätzen, auf Stellplätzen unterwegs ist, sondern in der Regel stehen wir frei. Und gerade auch wenn man länger unterwegs ist, muss man sich natürlich einfach auch im Klaren sein, dass nicht immer alle Stellplätze halt super idyllisch sind, ne? Also idealerweise haben wir jetzt auch versucht, uns unsere Stellplätze halt über Google Maps zu suchen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass so diese gängigen Apps wie Park4Night oft das Risiko in sich bergen, dass die Plätze halt sehr überfüllt sind. Daher muss man einfach dann, wenn man dann auch unterwegs ist, auch immer schon auch eine entsprechende Menge Zeit einplanen. Ne? Weil wir es oft schon erlebt haben, dass wir dann tolle Plätze ausgemacht haben und also zumindest nach den Satellitenaufnahmen und vor Ort haben wir dann festgestellt, dass es sich entweder doch nicht so eignet oder dass die Aufnahmen bei Google Maps sind ja auch nicht immer ganz aktuell. Die sind ja manchmal schon mehrere Jahre alt, ne? Dass es dann schon irgendwie Bauprojekte gibt und da stehen dann auf einmal irgendwie, steht ein Haus oder ein Hotel oder irgendwie es ist abgesperrt oder zumindest auch für Wohnmobile abgesperrt. Ja, und deswegen sollte man natürlich, und das ist auch wichtig, dann immer so in der Planung, wenn man an den Tagen, wo man die Stellplätze wechselt, so frühzeitig sich zu kümmern, weil es auch einfach gut sein kann, dass man dann am Ort des Geschehens dann eintrifft und sagt, nee, das müssen wir nochmal weiterfahren. Und Stellplatzsuche im Dunkeln ist für uns weniger zu empfehlen. Also das klappt nicht so gut. Von daher, ja, immer genug Zeit mitnehmen, wenn man die Örtlichkeit wechselt, weil es halt auch nach Google Maps immer auch mal sein kann, dass es dann doch nicht so ist, wie es vielleicht den Eindruck gemacht hat. Also das ist einfach so unsere Erfahrung und unsere Empfehlung, die wir da aussprechen. Man kann natürlich auch sich nach gängigen Apps richten. Ne? Park4Night ist ja somit das bekannteste. Nur muss man einfach dann damit auch rechnen,
man ist halt auch nicht zwingend dort immer willkommen. Ne? Oft sind das auch in Gebieten von Touristenhochburgen, die sind dann sehr überlaufen. Und zu guter Recht sind natürlich teilweise noch einheimische Anwohner nicht oft genervt, wenn dann halt auch Strandparkplätze dann auch nur von Wohnmobilisten dann belagert werden. Deswegen sind halt diese Apps immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also wir nutzen die schon auch, gerade wenn es halt mal darum geht. Wenn es schnell gehen muss. Ja, eben wenn es mal schnell gehen muss oder wenn man auf der Durchreise ist und man braucht halt irgendwie schnell einen Übernachtungsplatz, dann nutzen wir die halt auch. Aber wenn wir wissen, okay, wir wollen dann da vielleicht auch ein bisschen länger stehen und vielleicht auch mal ein bisschen für uns sein, dann versuchen wir das halt eher auf eigene Art. Genau. Ja, dann noch so ein Negativaspekt, sage ich jetzt einfach mal, oder beziehungsweise am Punkt, an dem wir uns erstmal gewöhnen mussten, ist im Prinzip die Versorgung. Ja, also das betrifft jetzt Wasser tanken, einkaufen gehen, Wäsche waschen. Also das sind so diese drei Hauptpunkte. Und das haben wir eigentlich am Anfang echt so unterschätzt, wie viel Zeit das doch fressen kann. Also man muss doch wirklich, also für, wenn man diese drei Punkte erledigen will, dann muss man auf jeden Fall einen ganzen Tag einplanen. Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Weil ich sag mal so, man geht immer an andere Läden, es ist immer alles was anderes. Es gibt nicht das, was es in Deutschland gibt, da muss man sich erstmal zurechtfinden. Dann kann man vielleicht die Sprache nicht, dann muss man erstmal fragen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall immer ein heftiger Zeitfaktor gewesen bei uns. Ja, Wäsche waschen, wir haben jetzt keine Waschmaschine mehr. Das heißt also, bei vielen Supermärkten gibt es so Waschautomaten, sag ich jetzt einfach mal, da kann man das machen, aber da muss man auch manchmal warten, dann sind irgendwelche Leute vor einem und so weiter, also das frisst alles ordentlich Zeit. Und jetzt so zum Thema Wassertanken ist es halt so, dass wir haben ja einen Wasserfilter drin, das wissen ja einige von euch, und das Wasser ist jetzt mal nicht eben in 10 Minuten voll, sondern wir brauchen auch immer schon ja eine gewisse Zeit, bis es voll ist. Dann müssen wir einen gewissen Druck haben. Wenn wir den nicht haben, brauchen wir diese Ersatzpumpe und so weiter. Also so ein Tag ist dann mit so ein Versorgungstag ist dann wirklich auch ein ganzer Tag. Also danach ist dann auch nicht mehr, ja okay, ich mache das mal eben 2-3 Stunden und dann können wir noch ein bisschen in der Sonne chillen oder sowas. Also das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, der auch negativ ist, aber wo man sich halt drauf einstellen muss auf jeden Fall. Ja, was halt noch so ist, schlechtes Wetter natürlich. Das geht ja jedem auf den Sack. Aber gerade wenn man im Wohnmobil lebt, ist es extra scheiße auf jeden Fall. Also gerade mit Hund, ja, der muss raus. Der ist natürlich klitschnass. Man ist selber nass. Es ist ein kleiner Raum. Dann wird es immer nasser und feuchter und klammer. Das ist ganz gut, dass wir einen Ofen haben. Den können wir dann anmachen. Dann trocknet das wieder aus. Aber trotzdem, das schlägt irgendwann auf jeden Fall aufs Gemüt. Und ja, ich sag mal so, wenn das mal ein paar Tage regnet oder so, wenn das jetzt wochenlang regnet oder so, das hatten wir Gott sei Dank noch nicht, aber dann kann das schon echt einen auf den Sack gehen auf jeden Fall. Also wenn man da im Haus lebt, dann ist das natürlich was anderes, ist auch scheiße, aber das ist dann ist halt noch was anderes. Ne? Dann haben wir noch einen Punkt und zwar Internet. Ja, also für uns ganz wichtig, wir brauchen Internet zum Arbeiten. Für den einen oder anderen ist es vielleicht völlig egal, da braucht man ein bisschen Internet, um mal ein bisschen, keine Ahnung, bei Facebook zu gucken oder sowas, oder kann auch mal 2-3 Tage ohne. Bei uns ist das ja nicht so, sage ich jetzt einfach mal. Wir brauchen das eigentlich schon täglich und wir hatten jetzt auf jeden Fall auch schon ein paar Orte in Portugal, wo es einfach kein Internet gab und so, nicht mal mit dem Handy. Also ich konnte noch nicht mal einen Hotspot aufmachen. Das ging halt alles nicht und da kann man dann vielleicht mal 1-2 Nächte bleiben, aber ja, dann, wenn das Video muss hochgeladen werden oder sowas, dann muss man halt entweder sich irgendwo einen Hotspot suchen oder man muss halt fahren zum nächsten Platz. Also das ist halt so eine Sache, wobei man sagen muss, in Portugal war das Internet eigentlich recht gut. Frankreich war es jetzt nach unserer Auffassung war es jetzt nicht so gut, aber gut, wir sind auch mehr oder weniger durchgeflogen auf der Hinfahrt und Rückfahrt natürlich auch. Von daher, aber Internetprobleme, da müsst ihr euch mal abchecken, da müsst ihr mal gucken, wie ist die Internetsituation im Ausland oder wo ihr hin wollt, wenn ihr das braucht natürlich, ne? Ja. Ja, gibt ja da verschiedene Anbieter auch, ne? Da kann man vielleicht auch mal checken irgendwie, das ist durchaus, kann das auch mal unterschiedlich sein, ne? Wenn nur wer eine Anbieter nicht geht, also vielleicht wenn man länger irgendwo ist,
lohnt es sich vielleicht auch mal auszuprobieren. Und das wäre vielleicht auch nochmal so zum Thema halt dann idyllischer Stellplatz. Ne? Kann halt dann durchaus auch mal ein Thema sein. Hast einen tollen Platz gefunden, wo alles passt und dann sagst du, fuck, das Internet geht nicht. Ne? Irgendwie, jetzt muss ich doch nochmal wegfahren. Und dann kann es halt auch mal zu solchen Momenten kommen, dass man auch mal dann Kauf nehmen muss, auch mal weniger idyllisch zu stehen. Und dann stehst du halt doch mal neben einer Betonmauer oder irgendwo in einem Gewerbegebiet, weil man halt sagt, wir müssen jetzt über irgendwas arbeiten. Also das ist halt einfach ein Punkt, den man durchaus halt auch mal erlebt im Leben im Wohnmobil. Genau. Ne? Also man steht halt auch manchmal vielleicht auch wegen dem Internet und nicht immer idyllisch. Das ist richtig, ja. Ja, dann kommen wir zum anderen Punkt. Wie klappt das denn hier mit dem dicken Schnarchtier hier auf jeden Fall? Ja, also Nero ist ja eigentlich der perfekte Reisehund. Ne? Der ist ja bei der Feuer da schon sehr unkompliziert, weil er einfach dann, sobald wir den Motor anwerfen, legt er sich hin und schläft. Wir hatten natürlich trotzdem auch erst so ein bisschen mal gucken, weil wir das immer kannten, dass er immer bei so Ortswechseln immer sehr aufgeregt ist. Aber das klappt wirklich so gut und er hat sich jetzt schon total an seinen neuen Platz gewöhnt. Ne? Der hat ja seinen Liegeplatz bei uns unterm Tisch, hat da seine neue Höhle quasi und die hat er total angenommen und das ist einfach für ihn sein neues Zuhause und wir sind halt ja auch viel mehr draußen unterwegs wie vorher. Ne? Also, sein Energielevel ist auf jeden Fall gestiegen. Ja, ja, und er hat sich da schon ganz gut dran gewöhnt. Er fordert auch immer mehr ein. Ne? Aber das ist halt, ne, vorher war es halt doch oft dann mehr so die gewöhnliche Runde um Block. Und jetzt, wie gesagt, ne, wir sind halt einfach viel mehr Zeit draußen unterwegs auch. Und da profitiert er in jeglicher Hinsicht von. Ne? Und er genießt es und ist glücklich. Wir genießen es auch. Wir genießen es auch und ja, wir können es halt nur empfehlen, ne? Leben im Wohnmobil mit Hund. Gut, klar, bei schlechtem Wetter kann es mal zur Belastungsprobe werden, ne? Aber selbst, sage ich mal, mit sensiblen Hunden, der Nero definitiv ist, kann man das voll und ganz empfehlen. Ja. Ne? Weil für Hunde gilt ja oft immer Hauptsache dabei. Ne? Genau. Und damit kommen wir dann eigentlich auch gleich wieder zum nächsten Thema. Inwiefern hat uns das neue Lebensmodell bereichert? Ne? Welche Erfahrungen im positiven Sinne haben wir gemacht und wir können auf jeden Fall sagen, das Leben jetzt in diesen 6 Monaten ist mega intensiv geworden, also es ist überhaupt kein Vergleich mehr zu vorher. Es ist diese ganze Routine, die man früher hatte, die ist im Prinzip weg. Es ist jetzt eigentlich jeder Tag ist eine neue Herausforderung und man hat jeden Tag neue Eindrücke und man hat so das Gefühl, dass sozusagen die Zeit somit viel länger wird. Ja, ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, von meiner Auffassung her, dass wir halt einfach, wie schon gesagt, wir sind halt viel, viel mehr näher an der Natur und viel mehr in der Natur unterwegs. Und so als Naturliebhaber ist das natürlich eine ganz, ganz große Bereicherung für uns. Weil vorher war man ja dann doch mehr so im Stadtkontext unterwegs und hat sich dann in jeden Tag dann da in Blechlawinen dann zur Arbeit bewegt und jetzt machen wir halt morgens die Tür auf und sind im Grün. Ja, entstehen halt ja nicht immer natürlich. Ne? Wie gesagt, man steht nicht immer idyllisch, irgendwie, das ist ein Trugschluss. Ja. Aber man kann es, tut es doch oft und man ist sehr viel öfter auch näher dran wie zuvor und dadurch kriegt man auch, haben wir für uns auch einen viel intensiveren Blick wieder auf die unsere Umgebung bekommen. Ne? Und haben einfach auch festgestellt, wir haben jetzt in dieser Zeit, wo wir unterwegs waren, so oft und so viele schöne Sonnenuntergänge einfach bewusst miterlebt. Also wo ich dann irgendwann auch so, habe ich das vorher überhaupt mal, mich mal abends hingesetzt und den Sonnenuntergang mal so bewusst angeguckt, beziehungsweise bin ich mal irgendwo hingefahren, weil so von der heimischen Garten kann man es ja meistens eh nicht so unbedingt sehen. Und, wo man dann doch auch mal merkt, so wow, das ist schon echt krass eigentlich. Ne? Ja. Also das bewusste Erleben ist dann halt schon echt was anderes. Also im Urlaub. Genau, genau. Ja klar, sieht man das auch, aber so war das, das war halt irgendwie was anderes, das lässt sich schwer beschreiben. Ja, man ist halt doch sonst normal halt ja einfach mehr in so seinem, diesem Alltag von Machen und Tun und Verpflichtungen gefangen und was ist noch zu erledigen und ne, mal arbeiten, einkaufen, Wohnung putzen. Das ist ja natürlich auch alles, was man hat, auch im Wohnmobilen Alltag. Ne? So ist es ja nicht, ne? Es ist jetzt nicht, es ist kein Dauerurlaub. Ja. Dennoch ermöglicht es einem halt einfach, sich doch mehr auf wirklich auf das Wesen, den Fokus auf Wesentliche dann auch zu verschieben irgendwo. Ne? Weil dieser Berg an Verpflichtungen quasi, die man so in diesem normalen Alltagsleben hatte, also was wir so für uns wahrgenommen haben, wir können natürlich doch immer ja nur von uns sprechen,
der hat sich halt einfach verschoben. So, ne? Und dadurch hat sich insgesamt auch so ein bisschen ja, so eine Werteverschiebung auch nochmal offenbart. Ne? Weil man doch einfach wieder mehr so bei sich selber angekommen ist und auch einfach merkt, so, welche Dinge sind für mich auch im Leben auch einfach wichtig irgendwie. Ne? Und was und wie, dass man das auch wieder viel intensiver für sich wirklich auch leben kann. Ne? Und weniger so dieses ständige Getriebensein und ständige, was muss ich, was steht heute noch auf meiner To-Do-Liste, was muss ich noch abarbeiten, ne? Oder was sind noch so außenrum Verpflichtungen, was wird dann noch so von mir alles erwartet. Ist einfach alles sehr viel ursprünglicher wieder geworden. Und daran liegt natürlich auch so einfach nochmal diese Bewusstheit, wie wenig wir brauchen tatsächlich so, ne, um unseren Alltag zu bestreiten. Ne? Wie eingangs schon erwähnt, wir haben jetzt so viel reduziert und wir haben immer noch zu viel Zeug dabei. Und man braucht doch tatsächlich einfach so wenig. Ne? Und das hat uns deswegen auch nochmal total bestätigt, ne? Dass es dieses Hinterherrennen, man nach dem Geld hinterherrennen und dem Besitz hinterherrennen und höher, schneller, weiter, mehr, dass das eigentlich gar nicht das ist, was also wir für uns persönlich zumindest uns wünschen. Ja. Man kann auch so glücklich sein, also auf jeden Eben. Fall. Sogar sehr viel glücklicher in meinen Augen auf jeden Fall. Ja. Eben, ne? für ein zufriedenes Leben letzten Endes. Und das sehen wir wohl auch immer noch bei anderen Leuten, da kommen wir eigentlich schon so zum nächsten Punkt, der wirklich extrem positiv und geil ist, sind halt die Bekanntschaften unterwegs, Freunde unterwegs, die man da trifft. Also von, an dieser Stelle schon mal Grüße an alle, die uns kennen und die wir auch kennen. Das ist halt so unglaublich. Also das ist nicht mal so eine schnelle Urlaubsbekanntschaft, so wie man das kennt. Dann hast du da bist du 2 Wochen mit irgendwem zusammen und dann schreibst du dir vielleicht noch 3-4 E-Mails oder irgendwie sowas, bist bei Facebook mit dem Freund, dann verläuft sich das eh, sondern hier ist es sehr viel intensiver. Man ist mit den Leuten erstmal auch eher länger zusammen, dann ist man auf einem Level. Also wir haben uns echt gewundert, wie viele Leute doch auch genau diesen Lebensstil leben, die auch sagen, ich habe alles verkauft, ich bin jetzt im Bus gezogen oder keine Ahnung, Wohnmobil oder ein LKW oder sowas. Und man trifft wirklich echt interessante Leute. Das ist halt total geil und man versteht sich eigentlich auf Anhieb mit diesen Menschen. Also das ist eigentlich so echt der Hammer, fanden wir auf jeden Fall, dass man diese Bekanntschaften und Freundschaften, die man schließt, auch jetzt noch im Nachhinein auch immer noch weiter pflegt und man immer noch mal schreibt und weil man doch halt einfach dieses eine Thema hat, was halt echt tierisch zusammenschweißt auf jeden Fall. Ne? Ja, es sind halt einfach auch, man trifft eben Menschen, ne, die halt ähnlich, vielleicht auch eine ähnliche Einstellung auch zum Leben haben oder gefunden haben, ne, durch den Lifestyle letzten Endes. Ne? Und deswegen ist halt auch vielleicht auch Freiheit nochmal so ein wichtiger Punkt. Freiheit haben wir vor allem auch dadurch jetzt auch mehr erlebt, dass wir halt jetzt die Möglichkeit haben, einfach unseren Tag viel selbstbestimmter zu gestalten. Ne? Und man hat dann nicht mehr so fest vorgegebene Arbeitszeiten. Man ist natürlich auch ein gewisser Vorteil in der Selbstständigkeit. Das ist natürlich auch, wenn man jetzt selbstständig arbeitet, vielleicht auch ein anderes Lebensmodell natürlich möglich. Ne? Nur so haben wir das jetzt halt auch nochmal in der Gänze, dass wir einfach, wir können jetzt halt einfach, seitdem wir so unterwegs sind, können wir hier für uns einfach viel mehr wir selbst sein. Na? Also wir müssen halt keine Masken mehr aufsetzen und sich in Kostüme zwängen und anderen Menschen nach dem Mund reden. Das ist ja nicht mal alles so dramatisch, wie es sich anhört irgendwie. Nee. Ne? So, das soll jetzt auch nicht falsch rüberkommen, aber es ermöglicht halt einfach schon eine unglaubliche Freiheit und das geht natürlich auch viel damit einher, wie schon gesagt, dass halt einfach viel weniger Verpflichtungen halt bestehen. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat uns diese Zeit, diese im Prinzip ja kurze Zeit, ja, diese 6 Monate, und das ist mir echt voll krass aufgefallen, jetzt im Nachhinein, die hat uns echt mehr gegeben als die letzten 5 Jahre, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Also man hat viel mehr mitgenommen, alles intensiver. Also alles, was wir jetzt gerade so aufgezählt haben, das bringt einen echt so viel. Das, also ich kann auch mal den Leuten raten, die überlegen, so, ja, soll ich das machen? Oder wenn ihr es nur für ein halbes Jahr macht. Oder wenn ihr sagt, okay, ich mache ein Sabbatjahr oder sowas. Macht das auf jeden Fall. Also es bringt euch echt eine Menge. Und ihr seht danach die Welt mit ganz anderen Augen. Ja, absolut. Ne? Und weil diese Freiheit, die bezieht sich natürlich nicht nur auf irgendwie einen selbstbestimmten Tagesablauf, sondern natürlich auch die Freiheit, sich
in der Welt irgendwie zu bewegen und überall immer anders unterwegs zu sein und dadurch halt auch einfach ganz viele andere Länder und Kulturen kennenzulernen, andere Mentalitäten kennenzulernen. Und das ist halt in vielerlei Dingen unglaublich bereichernd. Ne? Also erstmal ist es natürlich einfach auch spannend, ist auch nochmal spannend wieder zu sehen. Ne? Wir waren ja jetzt ja viel in Spanien, in Portugal unterwegs, ne? Wo man dann doch auch mal so merkt, boah, wir leben halt in Deutschland echt in einer ganz schönen Überflussgesellschaft. Ne? Also allein so was Verfügbarkeit für so Produkten, Lebensmitteln anbelangt, irgendwie, es ist doch in manchen Ländern einfach ein bisschen einfacher. Ja. Ne? Und es reicht trotzdem halt völlig. Klar. Irgendwie. Das reicht auch voll. Ja, und dann ist es halt auch, ne, also man reist ja auch oft dafür, um einfach auch seinen Horizont zu erweitern. Und das macht doch einfach Lust auf mehr, ne? Also Lust auf mehr zu erfahren, mehr zu lernen irgendwie, ne? Auch mehr über andere Kulturen und Geschichte zu erfahren irgendwie. Ne? Zumindest ist es bei uns so, das ist halt super spannend. Und auch so wie auch Menschen in anderen Ländern auch so mit gewissen Dingen oder auch Situationen umgehen irgendwo. Ne? Ja. Und das einfach mal im Verhältnis auch zu sehen, so wie ist so die deutsche Mentalität, ne? Wie ist vielleicht die portugiesische oder spanische Mentalität irgendwie. Ne? Mir gefällt ja sowieso diese südländische Gelassenheit sehr. Wie gestaltet sich denn jetzt letztendlich so die Kostenbilanz, ne? So der Reise? Was hat sich jetzt da eigentlich vielleicht verändert und was geben wir aus? Monatlich so aus? Also ich muss mal so sagen, wir geben natürlich sehr viel weniger aus als vorher. Ja, dafür, dass wir natürlich viel minimalistischer leben und so weiter. Allerdings ist der Hauptkostenfaktor immer noch Diesel, gerade bei uns. Ja, der LKW, der frisst 20 Liter auf 100 Kilometer. Und das haut gut rein, gerade wenn man mal so eben 2.500 Kilometer in ein Land fährt und dann wieder auch mal zurückfährt. Also das ist halt schon wirklich der Hauptkostenfaktor auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich noch die Versicherungen, ne, Krankenversicherung, Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung, ansonsten haben wir ganz großartige Versicherungen auf jeden Fall. Nero ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ja, der muss ja auch was essen. Ja. Oh ja, das ist ganz wichtig. Ja, ganz wichtig. Klar, so Tierarztkosten oder so muss man dann auch mal abchecken und so weiter. Hatten wir jetzt Gott sei Dank nicht, aber das kann ja immer mal kommen. Ja. Ja, neben Nero gibt es ja auch noch Lebensunterhaltungskosten, logischerweise. Wir müssen ja auch irgendwie was futtern. Ne? Und ja, wir gehen auch ganz gerne mal was essen. Also wir leben jetzt nicht auf dem ultra billig schmalen Fuß. Ja, wir sind jetzt aber auch nicht, das ist, ne, soll natürlich jetzt auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass wir jetzt ständig essen gehen. Also das ist jetzt auch nicht so. Also wir gucken halt schon beim Einkauf natürlich ein bisschen aufs Geld irgendwo. Ne? Andererseits sind wir jetzt aber auch nicht, dass wir jetzt jeden Euro dreimal umdrehen. Ne? Also weil wir schon gerne auch ein bisschen auf Qualität der Lebensmittel Wert legen und auch mal gerne biologische Lebensmittel einkaufen oder regionale. Wir kochen halt jeden Tag frisch und gehen halt nicht nur nach dem danach Hauptsache billig. Ne? Also wir essen jetzt auch nicht nur Nudeln mit Tomatensauce täglich. Aber ganz gerne. Um die Kosten gering zu halten. Von daher, also eine vernünftige Lebensmittelqualität ist uns schon wichtig. Deswegen ist das jetzt der Bereich, wo wir jetzt vielleicht auch nicht so sparen. Und natürlich gehen wir ab und an auch mal essen, weil gerade auch so, wenn man mal in anderen Ländern unterwegs ist, so ein bisschen die regionale Küche kennenzulernen, ist halt auch mal ganz schön. Ah. Ja, und summa summarum kommen wir dann, da sind wir jetzt in den letzten 6 Monaten, haben wir das mal überschlagen, im Schnitt so auf 1.500 Euro bekommen, die wir ausgegeben haben. Genau, also das lässt sich sicherlich nochmal reduzieren. Ja, definitiv, wie gesagt. Wir haben jetzt 2 fette Fahrten drin natürlich in diesen 6 Monaten. Ne? Das kann man ja auch auf ein Jahr strecken, dass man diese Hin- und Rückfahrt nicht, also je nachdem halt, ne? Also ich sag mal so, wie gesagt, Diesel ist der Hauptfaktor, da kann man auf jeden Fall an der Preisschraube noch drehen. Ne? Ja klar, man muss ja, also je nachdem, wenn man natürlich längere Zeit mal in einem Land ist und dann halt auch nur mal alle paar Tage, Wochen mal 20 Kilometer fährt, verbraucht man natürlich wesentlich weniger Diesel und man könnte durchaus natürlich auch bei den Lebensmitteln auch noch Geld einsparen. Also das muss natürlich letztendlich jeder für sich selber auch schauen. Genau. Wie gesagt, wir haben Nero halt mit drin, ne? Also die Leute, die vielleicht auch ohne Hund unterwegs wären. Das ist auch mal ein bisschen günstiger. Fällt das ja nochmal weg. Also da käme man dann auch deutlich, man kann auch deutlich unter den. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, 1.000 Euro geht, denke ich mal schon, etwas über 1.000 Euro. Ja, das ist auch das ist dann, und dann lebt man jetzt auch nicht scheiße. Oder? Ja, sicher. Also das ist machbar. Ne? Ja. Also das ist halt durchaus
nicht außerhalb des Möglichen. Genau. Mal schauen. Nach einem Jahr können wir das vielleicht nochmal aufschlüsseln und ja, dann steht da vielleicht nicht eine 1500, sondern eine andere Zahl. Genau, ne, weil wir da jetzt, was wir nicht drin haben, sind halt so Instandhaltungskosten, Werkstattkosten für den LKW. Genau. Weil wir das jetzt einfach in dem halben Jahr nicht hatten. Richtig. Na, also das müssen wir dann mal gucken. Das wird jetzt sicherlich dann irgendwann TÜV und Co. Der Fall sein. Dann werden wir das nochmal nur ausrechnen. Genau. Ja, dann gibt es ja noch so eine aktuelle Situation, bei der wir uns gerade in der wir uns gerade befinden. Genau, deswegen haben wir das jetzt einfach so mit reingenommen. Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen Grund, warum es halt, ich meine, auch halt einfach jetzt aktuell so mit neuen Reisevideos gerade hier ein bisschen schwierig ist, weil wir befinden uns ja gerade in der einmaligen Situation einer weltweiten Reisewarnung. Das ist natürlich durchaus eine Herausforderung, ein Stück weit auch so ein bisschen an den Lebensstil, wenn man halt im Reisemobil lebt, ne, und jetzt aber gar nicht mehr reisen kann. Und eigentlich natürlich ist so ein bisschen vor heute, so ein bisschen dann auch die euch letztendlich dann auch an unseren Reisen so ein bisschen teilzuhaben. Wir haben ja letzten Endes jetzt ja unsere Reise auch ein bisschen vorzeitig beendet. Gut, insgesamt hätten wir wahrscheinlich sowieso gesagt, dass wir spätestens Ende April, also jetzt in dem Zeitraum jetzt auch den Heimweg angetreten wären. Nur so war es ja so, wir hatten das ja in einem Video schon mal kurz erwähnt, dass wir halt vorzeitig zurückgereist sind irgendwie. Genau, also wir müssen halt hier noch ein paar Sachen klären, das wollten wir eh machen. Genau. Von daher haben wir gesagt, okay, wir fahren ja einfach 4 Wochen eher zurück, bevor es gar nicht mehr zurückgeht oder so. Ja, man wusste das halt alles nicht, ne? Jetzt im Nachhinein haben wir natürlich schon festgestellt, wir hätten es vielleicht auch ein bisschen ruhiger angehen lassen können mit unserer Rückreise, ne? Da haben wir uns vielleicht auch ein bisschen unnötig gestresst, aber es wurde halt dann auch so ein bisschen Panik verbreitet auf einigen Kanälen von wegen, und dann sind die Grenzen zu und da ist irgendwie Militär auf den Straßen und dann wird man festgesetzt. Und, es war ja alles so ein bisschen chaotisch und da lässt man sich dann vielleicht auch ein bisschen anstecken von und dann wollten es halt einfach, wie wir das schon sagten, vermeiden, dass wir da irgendwie in komische Situationen kommen. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir ja aktuell, sage ich mal, erstmal in Deutschland gestrandet und aktuell sind wir ja sehr zufrieden mit unserem Quarantänelager. Ja, definitiv, wir hätten es nicht schlechter treffen können, also absolut, wir fühlen uns hier sehr wohl auf jeden Fall. Ja, wir sind auch sehr dankbar, dass wir hier sein können weil die Problematik ist ja gerade jetzt so ein bisschen, dass man halt auch in Deutschland es ja im Prinzip eigentlich ein Reiseverbot gibt und es war ja eh geplant, den Sommer halt auch hier zu verbringen, nur dennoch könnte es Zeit schwierig werden, sich halt einfach irgendwo mit dem Camper hinzustellen. Ne? Wie gesagt, das ist natürlich das Thema Freicampen. Erlaubt ist es ja natürlich sowieso ja eigentlich nicht, aber jetzt ist es halt nochmal ein bisschen prekärer. Ja, aber dennoch ist es so, das, wie gesagt, stellt uns natürlich gerade alles so ein bisschen unter eine besondere Herausforderung, aber dennoch ist das auf gar keinen Fall für uns jetzt irgendein Anlass zu sagen, oh nee Gott, und wenn das jetzt noch länger dauert, dann ist das ja alles blöd und jetzt... Jetzt müssen wir wieder unsere Wohnung suchen. Also das wird auf gar keinen Fall passieren. Also wir werden da auf jeden Fall weitermachen und es wird auch wieder anders werden, hundertprozentig. Da sind wir hundertprozentig von überzeugt. Also von daher, es war ja eigentlich geplant, dass wir jetzt im kommenden Winter sozusagen, wollten wir eigentlich über Spanien dann runter nach Marokko, dann den Winter Marokko verbringen und dann nochmal Nordportugal machen. Das ist jetzt auch noch nicht über Bord geschmissen oder so. Wir werden uns jetzt tatsächlich... Also wir müssen da sehr spontan sein, wir werden uns einfach die Situation angucken, wie die Länder reagieren. Und ich sag mal so, Griechenland wäre auch ein Ziel. Also wir müssen halt wirklich mal gucken. Also der Worst Case wäre halt wirklich, dass wir den Winter in Deutschland verbringen müssen. Da haben wir natürlich gar keinen Bock zu, aber... Auf Feinsten. Aber wenn es so ist, wenn die Grenzen zubleiben... Ja, dann ist es so, ne? Das glauben wir aber jetzt nicht. Also wie gesagt, also von daher denkt positiv auch an alle. Denkt auf jeden Fall positiv und es wird auf jeden Fall wieder normal werden. Da sind wir ganz sicher und das wird schon passen auf jeden Fall. Ja.
ja, was erwartet euch jetzt noch auf unserem Kanal? Also wir haben jetzt noch so 2-3 Reisevlogs, die wir euch noch zeigen können. Und dann war es das im Prinzip, was Portugal betrifft. Also, ja, nicht ganz. Wir planen auf jeden Fall noch einen. Wir wollten auf jeden Fall noch mal so ein Portugal-Fazit-Video dann auch noch mal machen. Noch mal so ein bisschen darlegen wollen, wie waren so unsere Erfahrungen. Halbes Fazit. Ja, also ja, wir haben natürlich nur Südportugal und ein bisschen Südspanien. Aber wie ist das vielleicht so? Wie eignet sich die Region zum Überwintern? Welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Wo ist es schön? Wo ist es vielleicht sehr voll? Darüber wollten wir einfach nochmal so ein bisschen. Da gibt es dann nochmal ein Video auf jeden Fall. Genau. Ne? Ja, dann wollten wir euch auf jeden Fall nochmal eine Roomtour zeigen. Ja? Also einmal von innen und von außen. Ich denke mal, das teilen wir auf in zwei Folgen sozusagen, weil das ist ja doch ein bisschen was. Und wenn wir ein bisschen auf was eingehen wollen oder sowas, ist dann vielleicht, ja, das nicht so schnell abzuspulen, vielleicht doch ganz interessant. Ja. Mhm. Ja. Genau, und dann werden wir euch natürlich dann in dem Rahmen auch immer mal wieder so ein bisschen auf dem Laufenden halten zur aktuellen Situation. Wie schon gesagt, so, wir werden wahrscheinlich so in den nächsten 1 bis 1,5 Wochen uns dann so langsam Richtung alte Heimat bewegen und dann, also in 4 bis 6 Wochen wissen wir ja dann vielleicht auch schon wieder so ein bisschen mehr, ja, ne, wie die Lage sich so entwickelt hat. Ne? Ja. So, da werden wir auf jeden Fall euch sowieso auf dem Laufenden halten. Ja. Und ja, das ist erstmal so das, was so unser Plan, Vorhaben ist für die nächste Zeit, für die Videos hier. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr irgendwie uns in den Kommentaren vielleicht einfach nochmal oder wenn ihr einfach in den Kommentaren nochmal, wenn ihr irgendwelche Fragen noch zu uns habt irgendwie oder zu den Ausführungen. Ja, oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dass ihr sagt so, ey, wäre doch mal cool, dass ihr darüber mal was macht. Ja, ja, genau. Oder wo der, oh ja, daran würde ich gerne nochmal mehr drüber sprechen. Wir hätten ja auch gesagt, nur, was sind unsere Bereicherungen. Das war natürlich jetzt auch nur so ein kleiner Ausschnitt. Man hätte da jetzt auch noch viel umfangreicher auch drüber erzählen können, aber dann wird es wieder sehr lang. Und deswegen haben wir uns einfach versucht, ein bisschen kurz zu fassen. Aber ne, nur wenn es da noch irgendwelche Ergänzungsfragen gibt oder irgendein Aspekt jetzt vielleicht, was wir jetzt angesprochen haben, euch vielleicht zu kurz gekommen ist oder irgendwas, also was wir vielleicht. Haut's einfach in die Kommentare unten rein, auf jeden Fall. Bei Fragen, bei Wünschen auf jeden Fall. Schreibt uns da auf jeden Fall. Wir gehen da auf jeden Fall drauf ein. Ja. Genau, entweder schreiben wir oder wenn es halt wirklich viele, viele Fragen zum gleichen Thema ist, würden wir vielleicht auch nochmal ein neues Video machen. Genau, so sieht's aus. Ja, dann war es das von unserer Seite auf jeden Fall. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt positiv. Gebt uns einen Daumen nach oben, Abo-Button, Glocke klingeln, bla bla bla. Kennt ihr ja? Das Übliche halt, ja, alles klar. Und ja, wir werden uns dann nächste Woche wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.